Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen in die Runde. Oh, der Herr Hübner ist heute dabei. Wir müssen vorsichtig sein, was wir sagen. Morgen. Guten Morgen, hallo Malte. Schön, dich zu sehen. Hallo Sabine. Hallo, moin, Thomas. Hallo, grüßt euch. So, und jetzt übergebe ich dann gleich mal direkt an den Nils. Ja, wir starten, genau. Es ist, ich kann meine Uhr gar nicht sehen, weil die Laptops und Bildschirme immer seit Corona so aufgebaut sind, dass man zwar möglichst optimal im Bild ist, aber dadurch auch möglichst wenig sieht auf den anderen Devices. Schönen guten Morgen in die Runde. Herzlich willkommen zu einem neuen Meeting von 1 plus X. Schön, dass wir die Zuschauer schon in einer gewissen Zahl hier begrüßen dürfen und vor allen Dingen auch heute unsere doch Vielzahl an Panelisten hatten wir auch noch nicht, denn wir sind seit 3 oder 4 Meetings jetzt in der Form schon am Start. Und heute treffen wir uns zum Thema Stadtteilen und Bürgerhäuser. Wie stellen sich Stadtteilen für die digitale Zukunft auf? Das Ganze ist erstmal nur ein insofern Claim, also eine Überschrift. Wir werden gleich im Talk und an den Frage- und Antwortsituationen sicherlich noch auf ganz viele andere Themen kommen. Das ist also nur ein Aufhängerchen. Bevor wir aber einsteigen, ganz kurz, was ist überhaupt 1 plus X? 1 plus X ist eine neue Art, ein Versuch, eine neue Plattform für digitale Kommunikation zum Thema digitale Kommunikation zu schaffen. Das heißt, wir wollen einen Austausch in einem Netzwerk von verschiedenen Beteiligten zu digitaler Kommunikation erreichen. Das kann Agenturen, Kunden, Endkunden, technische Dienstleister, Ausstatter, heute dann natürlich auch Stadtteilen, Stadtbeteiligungen, Bürgerhäuser etc. sein. Und das Ganze mit einem relativ niedrigschwelligen Zugang, so sagen wir das immer. Das heißt, ihr müsst hier kein Kundenkonto eröffnen, ihr werdet nicht zugespammt, ihr meldet euch für den Termin, für den ihr Interesse zeigt oder für den ihr Input habt, an. Kriegt den Zoom-Link, so wie heute passiert, und dann seid ihr Teilnehmer im Webinar. 1 plus X bedeutet in erster Linie ein Thema und X Fragen, kann aber auch bedeuten ein Panel und X Referenten, so wie heute, oder auch eine Frage und X Erfahrungen und ein Meinungsaustausch. Das Ganze wird auf maximal eine Stunde begrenzt, auch heute wieder. Der Talk soll immer auf Augenhöhe passieren, das heißt, es ist keine Werbeplattform oder keine Vorstellung von Einzelfirmen, einzelne Lösungen. Wir werden sicherlich auch darüber sprechen und auch diese bewerten und gemeinsam bewerten. Prinzipiell als Zoom-Meeting aufgebaut für die Teilnehmer. Es gibt wie immer bei Zoom die Chat-Funktion. Im Webinar gibt es aber auch die sogenannte F&A-Funktion. Das ist die deutsche Übersetzung für die Q&A. Wenn ihr also Fragen habt, stellt die bitte nicht in den Chat, sondern stellt die ruhig in dieses F&A-Tool. Dann können wir die online oder direkt im Webinar beantworten und man kann diese auch bewerten. Seid ihr also der Meinung, die Frage ist super, wertet die hoch und wir sehen, wie wichtig in der Priorisierung die ist. Der Thomas hat gerade in den Chat schon einen Discord-Server-Link geschickt. Hier könnt ihr euch innerhalb der nächsten 24 Stunden anmelden, wenn ihr möchtet. Damit kommt ihr auf unseren Discord-Server, der parallel zu allen Veranstaltungen aufgesetzt ist und läuft. Und auch hier unter dem Hashtag Stadthallen und Bürgerhäuser findet ihr die Informationen, die wir heute austauschen. Sollte es also um Dokumente oder weitere Links gehen, um Softwareempfehlungen, sind die dort alle zu finden. Ich glaube, in aller Kürze, weil wir ja nur eine Stunde Zeit haben, habe ich jetzt viel erzählt und stelle ganz kurz unser Panel vor. Einmal natürlich der Thomas Bauherr, Initiator und Ideengeber von 1 plus X, Geschäftsführer der Firma Bauherr Medientechnik. Dann haben wir den Malte Meyer, da unten sehe ich ihn, verantwortlich für die Veranstaltungen in der Flora Westfalica in Reda-Wiedenbrück. Dann haben wir den Ralf René Fritsche, kaufmännischer Betriebsleiter der Kulturräume Gütersloh. Dabei ist auch Sabine Schoner, verantwortlich für Marketing und Vertrieb der Kulturräume Gütersloh, sowie den Dominik Ramöller, der in zweierlei Positionen, glaube ich, heute hier ist. Nämlich einmal ist er mit involviert in den Ablauf und die technische Ausstattung und Betreuung der Schmiede im Bereich Bethel, aber ist auch freier Techniker im Bereich Ton und Veranstaltungstechnik, kennt also auch viele verschiedene Häuser und viele Veranstaltungsformate. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Falsches erzählt und so ein bisschen vorbereitet haben wir uns. Ein paar Basisfragen haben wir uns mal überlegt. Die erste Frage, zu dem wahrscheinlich jeder Panelist ungefähr eine Stunde was sagen könnte, ist: Was hat sich seit Beginn der Pandemie verändert? Also sprich die Zustandsbeschreibung, was an Veranstaltungen überhaupt noch geht und was nicht.
Und einer muss immer anfangen. Ich übergebe das Wort mal an den Malte Meyer und frage, wie läuft es momentan bei euch, ohne dass wir jetzt den großen Kundenaustausch machen, sondern deine Einschätzung, Pandemie, Corona-Lage, Zustandsbeschreibung. Frei rausgesagt, kulturmäßig bescheiden. Es geht gefühlt gar nichts. Aufgrund einfach der vielen Restriktionen, dass man sagt, also wirtschaftlich kann man Kulturveranstaltungen im Moment überhaupt nicht durchführen. Wir halten uns im Moment ein bisschen über Wasser mit Rats- und Ausschusssitzungen, die im Rathaus und in den Ratssälen nicht durchführbar sind. Und hoffen, dass es jetzt bald irgendwann mal wieder besser wird. Okay, also wenig bis gar nichts und vor allen Dingen weit weg von dem, von wie es vor Corona war. Genau. Wie sieht es in den Kulturräumen aus, Frau Schoner? Das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich auch mit in Ihrem Bereich Vertrieb und Marketing. Wie sind Sie momentan ausgelastet, wenn man so fragen darf? Ja, die Situation ist nicht viel anders als in der Stadthalle Reda-Wiedenbrück tatsächlich, ne? Also Kultur steht ja komplett still. Und im Tagungs-Meeting-Bereich ja eben auch die Ausschüsse, also die zugelassen sind oder eben halt im Rahmen kleinerer Veranstaltungen dann eben diese ganze hybride Digitalgeschichte, ne, in Ergänzung. Also mit Kleinstleuten, wo man halt über den digitalen Bereich andere Teilnehmer mit einladen kann, passiv oder interaktiv, je nachdem. Also auch keine Überraschung, ne? Leider nicht, ganz genau, ja. Sie haben jetzt auch schon einen Teil mit reingenommen, den wir uns natürlich auch mit auf unsere interne Kleinagenda geschrieben haben, das Thema Hybrid- oder Digital-Events. Das heißt, im Moment gibt es tatsächlich Anfragen für, was wir aus unseren Netzwerken hören, für digitale Events, die dann auch tatsächlich erstmal digital stattfinden. Das heißt, vor Ort sind nur Protagonisten und Technikteam, aber auch in Teilen erste Anfragen für hybride Events, also eine Auswahl an Publikum oder eine Gruppe X, die eben vor Ort wäre, parallel aber auch ein Großteil der Veranstaltung quasi hybrid, also online stattfindet und die Teilnehmer dadurch etwas in eine andere Richtung gegeben werden. Vielleicht, Herr Fritsche, Ihnen mal das Wort. Wie ist da die Erfahrung? Mischt sich das gerade oder kann man sagen, es gibt fast nur noch Digital-Events und wenig Hybrid? Ja, im Moment gibt es quasi gar nichts. Das ist ähnlich wie Malte Meyer und Sabine Schoner das gesagt haben. Politische Veranstaltungen. Wir hatten so ein paar Veranstaltungen, die jetzt stattgefunden haben. Der Westfälische Zahnärztekongress im März hat als hybride Veranstaltung stattgefunden. Das war ganz wichtig und auch sehr erfolgreich. Wir haben im letzten Jahr glücklicherweise rechtzeitig vor Corona noch unsere Glasfaserleitung legen lassen. Und damit war es dann möglich, dass aus den einzelnen Konferenzräumen gestreamt werden konnte. Hybride Veranstaltung deshalb, weil ein Teil der Personen eben vor Ort auch war, mit Abstand. Und zwar gab es Fortbildungen, die man nur persönlich machen konnte, die dann auch entsprechend stattgefunden haben. Der Großteil der Teilnehmer war aber eben zu Hause und hat sich dann Vorträge angehört über ein ähnliches Medium, wie wir das hier gemacht haben. Beziehungsweise die haben ein Medium eingekauft, was nicht ganz so erfolgreich war, wie wir das jetzt hier machen. Thomas Bauherr weiß dann Näheres, aber da will ich auch nicht weiter ins Detail gehen. Es hat jedenfalls irgendwie geklappt. Digitale Formate, wir haben ja auch noch das Theater, da ist es so, dass wir digitale Formate aufnehmen und ausstrahlen in begrenztem Umfang, wie das eben möglich ist in einem Theater, was kein eigenes Ensemble hat, sondern sich quasi Leute zusammensucht, die dann nach bestimmten Drehbüchern, die wir für uns schreiben lassen, auch Theaterproduktionen machen. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es da so ein paar Sachen, die wir jetzt in dem einen Jahr gedreht haben. Wir waren gleich am Anfang mit dabei, indem wir so eine der ersten größeren Produktionen, die wir eigentlich auf die Bühne bringen wollten, dann auch per Video gestreamt haben. Und jetzt letzte Woche hat es eine reine Online-Produktion gegeben, nämlich die Volksbank hat ihren Kundenabend durchgeführt, der normalerweise dann in Präsenz stattfindet, als rein digitales Format. Das für solche Formate gibt es vereinzelt, aber dass da jetzt größere Anfragen vorliegen oder die Leute sagen, ich will das jetzt nur noch so machen, ist eher nicht festzustellen, ist auch nicht unser Ziel.
Bei solchen Veranstaltungen wie beim Zahnärztekongress kann ich mir das in Zukunft vorstellen, dass ein Teil eben vor Ort sein wird und dass ein Teil aber auch in der Übertragung zu Hause sein wird und sich den Weg spart. Also ich glaube, dass da schon eine Tür durch Corona jetzt geöffnet wurde, durch die man vielleicht so schnell nicht durchgegangen wäre und die jetzt einfach breiter aufgemacht wird. Inwieweit es in Zukunft dann auch so sein wird, wird sich zeigen. Aber da würde ich jetzt so die größte Chance sehen, in Fortbildungsformaten, dass man die zumindest hybrid macht. Wobei ich persönlich nicht unbedingt ein Fan von hybriden Veranstaltungen bin, weil ich immer sage, der persönliche Austausch gehört dazu und der ist bei hybriden Veranstaltungen, wenn ich zu Hause sitze, eben nicht oder nur sehr schwer möglich. Ja, jetzt musste ich mich erst muten. Völlige Zustimmung, muss ich da jetzt mal sagen, was hybride Veranstaltungen angeht. Also wir sind natürlich auch käuflich und wir machen für jeden gerne eine hybride Veranstaltung. Das wäre auch gelogen, wenn es anders wäre. Hybride Veranstaltungen erfordern schon gewisse Voraussetzungen auch von dem Kunden, dass er auch bereit ist, einfach gewisse Dinge zu machen, meiner Meinung nach. Man hat sonst immer das Problem, egal, ich sage jetzt einfach mal, es sind nur 20 Leute in einem Raum und egal, Anzahl X, schaut zu, 200, 2000, völlig egal. Man redet mit diesen 20 Leuten. Und diese 200, die zuschauen, fühlen sich immer wie, ja, ich sage immer, am Kindertisch. Ne? Die fühlen sich immer so ein bisschen hinten dran. Und es kommt natürlich auf die Art der hybriden Veranstaltung an, ganz klar. Aber man kann nicht davon ausgehen, wenn man Leute mit im Raum hat, dass man gleichberechtigt ein Online-Publikum hat und ein Präsenzpublikum. Und da, glaube ich, ist vielen geholfen, wenn sie da, sagen wir mal, sich irgendeinen Konzeptionierer mit ins Boot holen. Also je nach Größe natürlich. Für eine 5-Mann-Veranstaltung wird es irgendwann preislich natürlich schwierig, da machen wir uns nichts vor. Aber ich finde es halt sehr intelligent, wenn man sich da irgendeine Art von Konzeption auch mit ins Haus holt, die einfach gewisse Dinge auch im Vorfeld einfach nur einmal durchsprechen dann mit diesem Kunden. Weil die hybriden Veranstaltungen, die wir bisher gemacht haben, also wirklich Vollhybride, die waren immer eigentlich eine Präsenzveranstaltung. In der Präsenzveranstaltung sitzen Anzahl X Leute da, haben ihr Telefon mit, haben ihren Laptop mit und gucken währenddessen noch ihre E-Mails, machen alles Mögliche. In der Online-Veranstaltung schalten sich die Leute ab. Also die hören dann weiterhin zu, aber die schalten ihre Kamera aus, sodass man nicht sieht, was die jetzt gerade machen. Das ist für den Vortragenden, wenn er es aber sieht, wenn man es zum Beispiel bei einer Plattform wie Zoom macht, extrem verstörend. Der denkt immer, mein Vortrag interessiert die gar nicht. Ne? Also da sind einfach so viele Sachen, die man, glaube ich, bedenken muss und die man im Vorfeld einfach mal nur durchgesprochen haben muss. Und wenn der Kunde sich dann dafür entscheidet, ist das ja völlig okay. Ne? Aber ich glaube, viele machen es sich zu einfach und denken, Hybrid ist immer ganz einfach. Wir machen einfach eine bestehende Veranstaltung und streamen das noch und dann ist doch alles tutti. Und so ist es halt leider nicht. Das betrifft natürlich viel die sogenannten Business-Events oder die Corporate-Events, Konferenzen, Tagungen, politische Veranstaltungen hatten wir auch gerade schon. Sobald wir aber in einen anderen Bereich kommen, in den kulturellen Bereich, der leider nach wie vor, ja, das haben die jetzt alle bestätigt, brach liegt, außer vielleicht auch die Situation, Theater kann etwas aufzeichnen, Theater kann vielleicht auch über Bühne und Technik live streamen und senden. Aber kleine Konzerte von lokalen Organisationen oder Gruppen, Open Stages, was es früher so schön gab, finden ja, glaube ich, immer noch nicht in dem Maße statt oder finden vielleicht auch nicht die Zuschauer. Dominik, ich glaube, in dem Bereich warst du viel unterwegs oder bist viel unterwegs, auch was die Schmiede angeht. Ihr seid ja nicht die klassische Corporate Location, sondern ich glaube, da war ja viel und hauptsächlich Kultur. Wie seid ihr momentan dabei, vielleicht auch bei euch Dinge umzustellen? Ja, also bei uns war es so, dass bei uns, wenn ich uns sage, ist hier die neue Schmiede in Bethel, genau. Im letzten Jahr bei der ersten Welle war es noch so, dass das Kulturprogramm einfach stand. Die Bands waren gebucht, man wollte gerne das Ganze erstmal weiter durchziehen, schauen, dass man es als reine Online-Konzerte macht. War natürlich dann klar, dass irgendwie die Finanzierung her musste. Der Vorteil hier im Haus ist, dass sich alle, die hier angestellt sind, eigentlich mit dem Stellen von Förderanträgen wahnsinnig gut auskennen. Das heißt, diese Hürde, Förderanträge zu stellen, war hier einfach nicht so groß wie in vielen, vielen anderen Häusern. Und so konnten wir die ersten Konzerte im letzten Jahr bei der ersten Welle erst noch durchziehen. Und dann war aber klar, es wird länger so bleiben. Alle anderen Konzerte müssen abgesagt werden. Konzerte sind hier in der Schmiede ungefähr 4 Stück im Monat. Im ganz unterschiedlichen Format. Deswegen waren das dann natürlich auch wie in vielen anderen Locations einfach eine ganze Menge an Konzerten, die abgesagt werden mussten.
Und genau, und jetzt die letzten Wochen und Monate, wo die Fördermittel ja doch immer teilweise greifbarer wurden für Kulturschaffende, wurde sich auch hier wieder sehr bemüht. Und so haben wir jetzt in den letzten 2 Monaten auch mehrere Live-Konzerte übertragen können, die komplett gedeckt waren durch Fördertöpfe. Da kann ich auch allen, ja, kann ich auch allen Kulturorten natürlich unseren Kontakt hier ans Herz legen, die Inka Stückemann, die sich da sehr jetzt eingearbeitet hat und viele Fördermittel für die neue Schmiede ja organisieren konnte. Und die ist bestimmt auch bereit, da immer mal wieder was zu teilen und genau damit Infos auch zur Verfügung zu stehen. Ja, das einzige Problem ist natürlich einfach immer, dass ein Konzert hier bei uns zu veranstalten ist, dadurch, dass es sehr optimiert ist auf die Größe von Konzerten, immer recht kostengünstig gewesen. Und die Kosten für ein live gestreamtes Konzert sind einfach exorbitant höher, muss man einfach so sehen. Und das erfordert natürlich auch so ein bisschen Umdenken bei der Beantragung von Fördermitteln. Also es reicht halt bei kleinen Konzerten nicht mehr aus. Wir haben einen Tontechniker, einen Lichttechniker und alle kümmern sich so ein bisschen drumherum und dann klappt das. Der Personalaufwand ist deutlich höher. Es geht los mit, wie viele geführte Kameras gibt es hier bei unseren Konzerten. Es geht weiter, gibt es im Saal, weil es vielleicht eine Beschallung für den Saal geben soll, für quasi die Techniker oder die Leute, die vom Team anwesend sind, dann ist automatisch ein zweiter Tontechniker dabei. Ja, also die Kosten sind einfach deutlich höher und das muss man sich auch im Vorhinein sehr klar vor Augen führen, um entweder Fördermittel oder eigene Mittel passend planen zu können. Ja, und ansonsten ist die Situation hier in der Schmiede so, dass die neue Schmiede natürlich jetzt mit einem neuen Anbau hier steht, wo erst alle sich dachten, oh mein Gott, letztes Jahr ein Anbau gesetzt mit einem neuen Seminarräumen und einem neuen Saal. Jetzt ist er da und man kann nichts machen. Ist nicht so eingetreten. Da natürlich stiftungsintern hier in Bethel Räumlichkeiten fehlen, um mit 6 Leuten ein Teamgespräch zu führen. Sonst hat halt keine anderen Bereiche haben die Größenordnung hier und dementsprechend sind wir da jetzt in der Auslastung her sogar ganz gut mit dabei, dass die Räumlichkeiten vermietet werden können. Und auch da ist das erste Problem, was eben ja auch schon einmal angesprochen wurde von Ralf Fritsche, dass natürlich einfach eine Datenleitung vorhanden sein muss, um, wenn wir jetzt hier 6 Teamsitzungen gleichzeitig haben, die über die verschiedensten Dienstanbieter laufen, einfach auch eine Leitung zur Verfügung stehen muss, die das Ganze auch packt. Ist jetzt hier in Bethel ein bisschen schwierig und kompliziert zu organisieren, aber genau, alle bemühen sich, da Lösungen zu finden. Aber auch das ist so das Entscheidende, worum wir uns dann erstmal kümmern mussten, dass hier eine Internetleitung zur Verfügung steht, die das ansatzweise überhaupt packt. Ja, und aus meiner persönlichen, privaten Sicht als freier Techniker hat sich viel geändert im letzten Jahr, muss ich ganz klar sagen. Konzerte sind nicht mehr wirklich mein Hauptgeschäft. Es sind vor allen Dingen hybride Veranstaltungen, bei denen es dann auch ein bisschen auf Ton ankommt, aber vor allen Dingen das komplette Breite. Einfach das zur Verfügung stellen einer hybriden oder reinen Online-Veranstaltung, zur Seite stehen, überhaupt bei der Konzipierung, wie kann ich so eine Veranstaltung überhaupt stattfinden lassen? Leute kommen mit Ideen auf einen zu, wo man dann recht früh erstmal gegenrudern muss und sagen muss, das funktioniert hybrid einfach nicht. Das sind Sachen, die sind irgendwie ganz schön. Da geht es los mit, dass sich Leute so Warm-ups ausdenken oder vielleicht kleine Kultureinspieler bei einem Großseminar oder bei einem Großwebinar, wo man dann immer ein bisschen schauen muss, wirkt das, wenn ein Kleinkünstler, ein Animationskünstler bei einem Webinar mit 2.500 Zuschauern 5 Minuten Programm macht, wirkt das, bringt das was oder ist das einfach nur quatschig und kommt einfach nicht professionell an. Ja, und da ist es jetzt gerade vor allen Dingen als freier Techniker wichtig, dass man dem Kundenstamm, den man ja schon hat, einfach mit Infos zur Verfügung steht und mit Empfehlungen zur Verfügung steht und ja, und sich da auch ein bisschen reindenkt in die Situation, weil genau, das eigentliche Geschäft ist nicht mehr das, was es war aktuell. Was du sagst, eben dieses konzeptionell, diesen roten Faden. Genau. Die Expertise, die wir jetzt leider alle durch diese Hybrid- oder rein Digital-Veranstaltungen haben, dass wir die mit reinbringen. Thomas. Ja, genau. Also Domi hat vorhin was sehr Interessantes gesagt, das mit dem Internet, da würde ich nachher nochmal gerne zu kommen. Die andere Geschichte ist ja auch ein Ticketing-System. Also die Frage ist ja,
musstet ihr zum, ich glaube, ihr habt es ja auch gemacht, Domi, ne, bei euch in der Schmiede, ihr musstet ja praktisch ein komplett neues Ticketing-System kaufen oder wie auch immer, oder damit das überhaupt nutzbar war, ne? Also was dann auf digitale Formate halt auch umgemünzt werden konnte oder was rein digital ist, glaube ich sogar, wenn ich genau. Das richtig in Erinnerung habe. Ne? Ja, sowohl als auch, genau. Genau, die neue Schmiede hat da ein bisschen Unterstützung bei den ersten Formaten gehabt vom Kanal 21 hier in Bielefeld. Da ist man dann mit der Zusammenarbeit wieder auseinandergegangen, weil die Vorstellungen einfach von Professionalität ein bisschen auseinandergegangen sind. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie genau, wir hatten eigentlich gesagt, dass hier keine große Werbeplattform stattfinden soll, aber es gibt Ticketing-Anbieter, die sonst im, ich sag mal, im Real-Konzert-Business schon sehr vertreten sind und ach, die aber eben, genau, also die neue Schmiede arbeitet jetzt mit Reservix zusammen. Die stellen sowohl die Plattform für das Streaming als auch ein Ticketing zur Verfügung. Das Ticketing plant die Schmiede jetzt aktuell hybrid. Das heißt, wir werden immer Online-Tickets verkaufen plus echte Präsenztickets, sodass wir im Notfall, falls eine neue Welle kommt, falls es neue Auflagen gibt, falls sich die Bielefelder wieder nicht an die Regeln halten können und hier alles wieder dicht gemacht wird, dass wir dann sagen können, so, Präsenzveranstaltung ist gekippt von der Stadt, vom Land, von wem auch immer. Die Tickets werden alle zurückgegeben, können getauscht werden in ein Online-Ticket oder auch nicht. Und aber es ist immer schon hybrid aufgestellt. Und wir gehen jetzt davon aus, dass uns das vorerst ja, so bis Ende des Jahres begleiten wird, die Idee, das so hybrid zu machen. Ja. Hat denn einer von euch, ja, wie soll ich das sagen, irgendeinen Kontakt mit einem Kunden mal gehabt, wo er sagt, ich buche jetzt diese Veranstaltung nicht, ihr war jetzt schon 10 Jahre bei euch, aber dieses Jahr machen wir das in-house. Also jeder setzt sich halt vor seinen eigenen Rechner und macht dann über irgendeine Videokonferenz oder was auch immer. Ist das euch schon mal vorgekommen? Also gab es diese Diskussion oder Kommunikation dieser Art mit einem Kunden schon mal? Also ich kann für uns sagen, dass wir da nur Absagen hatten aufgrund der Tatsache, dass die Veranstaltung halt in Präsenz nicht durchführbar war. Mhm. Also wir hatten jetzt keine Absagen aufgrund der Tatsache, dass man gesagt hat, wir würden gerne, aber ihr könnt irgendwie das Hybride nicht leisten oder irgendwie sowas, sondern die waren, also die Absagen, die wir hatten, waren halt wirklich, die wollten in Präsenz durchführen, aber haben sich dann letztendlich dazu entschieden, halt ganz abzusagen. Also das waren dann vorwiegend Vereine, die ihre Mitgliederversammlungen gemacht haben oder Betriebsversammlungen, die dann gesagt haben, nee, dann verschieben wir die halt, weil sie ist so nicht durchführbar. Wir können sie auch, so wichtig ist es uns nicht, dass wir die jetzt unbedingt als Hybrid-Event durchführen müssten. Dann machen wir es halt intern als Rundschreiben. Aber wie gesagt, also dass wir jetzt eine Absage aufgrund dessen hatten, dass was nicht durchführbar war oder wir es nicht leisten konnten, hatten wir jetzt so nicht. Okay. Haben sich denn also jetzt eine digitale Zukunft wird ja bleiben in irgendeiner Form. Ohne jetzt, ne, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber die wird ja in irgendeiner Form wird es ja bleiben oder ein Teil davon. Es gibt ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, Vorteile. Das muss man ja auch wirklich sagen bei einer digitalen Veranstaltung. Also ich habe kürzlich, ich packe das nachher mal in Discord, eine Webseite gefunden, die ausrechnet, ich sage jetzt einfach mal, ich mache eine Stunde ein Zoom-Meeting mit 50 Teilnehmern, was für einen CO2-Fußabdruck habe ich da hinterlassen und vergleiche das dann mit, wie viele Kilometer bin ich Auto gefahren zum Beispiel oder so etwas. Finde ich ganz interessant erstmal, weil diese Think Green-Geschichte natürlich diesen digitalen Herstellern alle ein bisschen auch in die Arme spielt, ne? So, oder in die Hände spielt. Also viele Kunden sind ja auch wirklich in diese Richtung auch einfach unterwegs, dass wir sagen, wir müssen einfach nachhaltig irgendetwas machen. Ne? So, aber ich packe den Link da mal in Discord rein nachher. Gibt es denn etwas bei euch in den Häusern, wo ihr jetzt sagt, das müssen wir für die Zukunft noch ändern? Also einfach, weil es diese Art von Veranstaltungen jetzt das einfach erfordern. Also gibt es da irgendwie so einen Weg oder so eine Timeline, die ihr euch vielleicht auch gemacht habt? Gibt es so etwas?
Naja, für Gütersloh kann ich sagen, da gibt es schon was. Der Teufel steckt ja im Detail. Thomas, du hast es selber festgestellt, als wir unser Theaterprogramm streamen wollten. Wir haben die Glasfaserleitung da liegen, aber dann ist irgendwo ein Switch, der nicht mitspielt und plötzlich funktioniert das nicht und man muss irgendwie mit einer LTE-Leitung das Ganze überbrücken. Das heißt also, da zahlen wir natürlich im Moment auch noch Lehrgeld. Vielleicht zum Thema davor nochmal. Wir haben, wenn wir jetzt Absagen haben, meinetwegen von Vereinen oder ähnliches, wie Malte Meyer das gesagt hat, dann wissen wir natürlich auch, dass die gegebenenfalls sich dann so eine Zoom-Lizenz kaufen und gegebenenfalls dann ihre Jahreshauptversammlung über Zoom machen, wenn das denn die Satzung zulässt. Klar, aber wie er auch schon gesagt hat, die haben nicht abgesagt deswegen, weil wir das nicht irgendwie hybrid machen können, sondern das hybride Thema kostet dann ja auch Geld. Also bisher brauche ich immer einen Dienstleister, der das dann quasi streamt. Das machen wir nicht selber und das kostet Geld und das will der Kunde dann gegebenenfalls nicht. Andererseits muss man auch sagen, dass uns die Pandemie aber auch Veranstaltungen ins Haus gebracht hat, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Aufsichtsratssitzungen, Sitzungen, die irgendwo in einem kleinen Firmenraum stattgefunden hätten mit 10 Personen, wo man eben dicht an dicht sitzt, wo die heute dann eben Konferenzraum buchen, wo eben im Normalfall 100 reinpassen, aber wo die 10 dann mit Abstand sitzen können. Das ist jetzt nicht die Masse und mit Konferenzräumen kann man jetzt auch nicht irgendwie Gelder großartig verdienen, aber es ist schon merklich sozusagen. Also man hat das gemerkt, dass sich da was tut. Also von kleinen Räumen in Firmen dann zu uns zu kommen, weil wir eben größere Räume haben, so wie die Politik das ja auch macht. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin ein bisschen was. Ja, und da ist ja für die Zukunft, also oder jetzt ja auch schon, wenn ich den Verein XY habe, der vielleicht seine Jahrestagung als Beispiel jetzt mal bei euch macht, dann fährt jeder auf eigene Kosten zu euch, ne? So, und wenn man das Ganze auf digital umstellen würde, auch bei euch im Haus, kostet das dem Verein einfach unfassbar viel Geld. Das ist doch logisch. Wenn ich aber irgendeine Firmenveranstaltung habe, wo Anzahl X, 200 Teilnehmer sonst von der Firma eingeladen, vielleicht europaweit oder sogar weltweit eingeflogen werden müssen, dann ist egal, was ich online mache, ein Spottpreis im Verhältnis zu den Kosten, die da sonst entstehen. Ne? Also das muss man auch immer so ein bisschen im Rahmen sehen. Ne? Und ich glaube, gerade bei diesen, das hat nichts jetzt mit hochwertig oder minderwertig zu tun, aber so mit diesen höherpreisigen, sagen wir mal, Veranstaltungen, Entschuldigung, wird es in Zukunft auch noch weitergehen, auch online. Weil da auch die Firmen einfach merken, egal was ich da für Livestreaming oder was auch immer ausgebe, das ist ein Spottpreis zu dem, was ich da sonst austue. Nicht immer und nicht überall, ganz klar, aber ich glaube schon, dass da ein Teil von bleiben wird. Wir hatten es ja auch letzte Woche, das Thema Ordermessen zum Beispiel. Ja? Da kann ich zwischen abends um 10 und nachts um 1 kann ich irgendwas machen. Genau. Da ist die Frage, brauche ich das in Präsenz also so unbedingt genau. Oder ist das nicht eine interessante Alternative? Richtig, genau, völlig richtig. Ja, Domi hatte noch was. Genau, was ich noch kurz rückmelden wollte, ist, dass also hier im Bethel wird immer sehr viel evaluiert, erhoben, es wird im Nachhinein Umfragebögen werden gestellt und da ist jetzt mittlerweile eine Erhebung vom Führungskräftetag 2021 komplett durch, wo im Prinzip aus allen Häusern, die der Stiftung Bethel angegliedert sind, die Führungskräfte sonst immer hier in die neue Schmiede kamen, in Präsenz, den kompletten Tag hier waren und es Austausch gab über sowohl buchhalterische Sachen, also einfach die komplette Bandbreite, die für Führungskräfte entscheidend ist. Der ist im letzten Jahr zum ersten Mal digital stattgefunden, nicht in Hybrid, sondern wirklich in komplett digital. Und nur die Produktion der Hauptvorträge wurde hier bei uns aus dem Haus gemacht. Und da ist ganz klar die Rückmeldung gekommen von allen Führungskräften, obwohl das auch ein Großteil pädagogisches Fachpersonal ist, muss man auch so sehen, dass es erstens gestaucht werden konnte auf 4 Stunden statt auf einen kompletten Tag und zweitens die Effizienz ein bisschen höher gesetzt wurde, sogar für die Teilnehmer. Sonst ist es ja immer so, ja, Effizienz, das ist auch vielleicht nur von ganz oben irgendwo runtergedrückt, dass man das effizient machen muss. Aber es wurde auch von allen Teilnehmern gesagt, es ist viel sinnvoller, ich kann mich an dem Tag noch mit was anderem beschäftigen und bin ich einen kompletten Tag raus. Und da sich diese Führungskräfte eh alle regelmäßig im Austausch befinden über ihre kleineren Regionalbereiche, ist auch dieser persönliche Austausch anscheinend nicht mehr so wichtig dort für sie gewesen. Das war eine Veranstaltung, von der wirklich ein reines, hundertprozentiges Positives zurückkam. War auch mal interessant zu sehen, weil sonst, wie die anderen auch schon sagten, sonst ist immer eine Rückmeldung, dass dieser persönliche Austausch einfach fehlt. Aber das ist anscheinend formatabhängig oder auch zielgruppenabhängig einfach, ob das überhaupt nötig ist. Ja.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, viele sagen ja, ne, auch, dass dieser persönliche Kontakt denen natürlich fehlt, dieses Kaffeetrinken in den Pausen oder so. Ja, kann ich nachvollziehen. Das kann man, glaube ich, auch nicht durch dann solche Tools wie Wonder oder Nils ist gerade noch dieses andere, ne? Komme ich gerade auf den Namen. Work Adventure oder wie genau, ist das? Genau. Also das sind ja so Tools, ähnlich wie Zoom, wo man sich dann auch in Räume findet und dann irgendwie 1:1 oder man kann vorher sehen, wer ist in dem Raum, will ich mit denen reden und so. Ah, ich bin mir nicht sicher. Das wird auch sein, das hat auch seinen Platz und das hat auch seinen Markt, ohne Frage, aber das wird es einfach nicht ersetzen. Ne? Und wenn jemand da den Hauptmerk oder den Hauptwert drauf legt, dann ist das ja auch völlig okay. Dann muss er wirklich überlegen, wie er diese Sache in Präsenz dann wieder irgendwann mal hinkriegt. Bei Online höre ich sehr viel, dass sehr viel Effizienz auch einfach, wenn man es vernünftig plant, einfach auch da ist, ne? Bei Online-Veranstaltungen. Also solche Sachen wie, alleine solche Sachen, als Beispiel jetzt nur mal, wie wir hier jetzt machen, dass die Zuschauer über ein Tool Fragen stellen können. Die stellen effizient ihre Frage. Sie erklären mir nicht ihren Hintergrund, wie sie zu dieser Frage gekommen sind. Der mag ja manchmal auch interessant sein, aber in der Regel kostet er Zeit für vielleicht 500 Leute, die hier sonst sitzen und denken, ja, prima. Ne? So, das muss man ja auch mal sehen. Und also diese Tools, die man jetzt hat, die bringen ja auch etwas. Und damit meine ich nicht immer nur schneller, 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 aber wirklich, man muss nicht 8 Stunden in einer, wie auch immer, Videokonferenz sitzen, sondern das Ganze vielleicht auch mal dann kompakt und zusammenzufassen einfach. Ja. Vielleicht kannst du den Link zu der zu dem Artikel, zu dem Bericht über die Studie, Länge von Zoom-Meetings, Aufmerksamkeit im Gegensatz zum Beispiel zu Telefonkonferenzen, Telefonaten. Ich habe den gelesen, fand ihn sehr interessant, spiegelt sich gerade an einigen Stellen, glaube ich, wieder, was da drin so beschrieben wird, wiedergeben. Du hast auch Zeit gerade angesprochen, da wir ein wenig heute tatsächlich Zeitdruck haben, würde ich vorher, bevor wir noch zu weiteren Themen eventuell kommen, einmal kurz an den Malte in der Beziehung eine Frage stellen wollen. Und zwar haben wir jetzt viel gehört, dass man sich darauf einstellen muss, dass auch gut die Schmiede mit dem Anbau jetzt in einer gewissen Art und Weise eine Veränderung für die neue Situation als positiv bewertet, die Kulturräume Gütersloh eben in Infrastruktur, IT investieren mussten oder investiert haben. Wie ist es bei euch? Ist bei euch die Tendenz, dass ihr jetzt eben aufgrund der Entwicklung vielleicht auch Dinge euch fest ins Haus holt? Das heißt nicht, dass alle Dienstleister raus sind, aber was weiß denn ich, feste Kamerakabel verlegen, damit die nicht jedes Mal neu gelegt werden, gebucht werden, weil ich weiß, es wird erstmal Hybrid geben. Also gibt es auch da Investitionen oder Entwicklungen im Haus? Naja, wir haben ja die neue Stadthalle quasi mit dem Lockdown letztes Jahr erst eröffnet. Insofern sind wir da relativ modern eigentlich aufgestellt, dass wir überall Netzwerkanschlüsse und so weiter haben. Auch der Glasfaseranschluss ist da und betriebsbereit. Insofern sind wir da technisch haben wir noch ein bisschen nachgerüstet, indem man noch den Konferenzraum mit einem weiteren festen Beamer ausgerüstet hat, sich noch mehr mobile Leinwände gekauft hat, um da noch flexibler agieren zu können. Aber ansonsten waren wir eigentlich schon auf einem relativ aktuellen technischen Niveau, dass wir mit der Eröffnung, sodass wir da jetzt nicht die Erfordernis hatten, noch großartig nachrüsten zu müssen. Eine Phase, wo unheimlich viele auch kleine Hybrid- oder Webstudios gebaut haben. Ob das Dienstleister waren, ob das Hotels waren, in Kooperation mit Dienstleistern zu sagen, ich stelle mir hier fest ein Studio hin, wo ein Kunde, den ich vielleicht vorher hatte, reinkommt und der kann mehr oder weniger, sobald der Termin, der Slot frei ist, kann der dieses Setup buchen. Die Stadthalle hat ja jetzt auch mehrere Hybridveranstaltungen, also Stadthalle Gütersloh, mehrere Hybridveranstaltungen gemacht und was Herr Fritsche sagte, man baut es auf und ab. Das meinte ich jetzt mit Ausstattung. Also sowas ist bei euch gar nicht in der Pipeline gewesen oder ist im Moment auch nicht absehbar? Nee, wir haben als festes Setup halt unsere Konferenzbestuhlung im Saal aufgebaut. Der Konferenzraum, den wir haben, also der ist, ich sag mal, Corona-technisch auf 6 bis 8 Leute ausgelegt. Insofern kein Vergleich zu den Kulturräumen Gütersloh. Wir haben auch nur einen Veranstaltungssaal, einen Konferenzraum. Insofern
war da nie das, die Möglichkeit, sage ich mal, großartig zu switchen. Wenn wir, ich sag mal, bis auf die Ferienzeiten ein bis drei Ratsveranstaltungen in der Woche bei uns haben, sind das dann natürlich auch die dazwischengehörigen Auf- und Abbauarbeiten. Also da wird dann nicht mehr großartig auf- und abgebaut, sondern hauptsächlich das eine Setup für die größtmögliche Sitzung stehen gelassen und dann nicht großartig noch andere Formate jetzt reingepackt. Es sei denn, wir haben jetzt einen längeren Zeitraum dazwischen, wo keine Ratssitzungen sind, wie in der Sommerpause, wo wir jetzt vielleicht noch ein, zwei Vertriebsveranstaltungen bei uns haben werden. Aber da ist auch noch nicht ganz klar, ob die definitiv stattfinden, ob die teilweise als Hybrid stattfinden. Die Sachen sind alle bis jetzt noch offen. Also da gibt es erstmal nur die lose Terminreservierung. Thomas, ich glaube, wir haben also nicht nur, dass wir jetzt theoretisch so unsere Steps alle schon haben, beziehungsweise auch, glaube ich, ja, der Austausch da ist, leider mit einem großen Teil an Konsens, was Lage, Buchung, Aussicht angeht. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, ob es Kunden gibt, die selber Dinge abwickeln, weil sie sich vielleicht, was ich gerade sagte, selber eine Art Studio gebaut haben oder so. Das finde ich schön, da ein Feedback zu bekommen, dass es erstmal nicht augenscheinlich oder offensichtlich ist. Das war auch eine große Angst in vielen Verbänden, dass eben Kunden permanent ins Virtuelle abwandern und von Hybrid, geschweige denn Präsenz, absehen. In der Tat liegen bei uns die ersten Hybrid-Anfragen vor, wo es hart an der Grenze ist, wenn eine Veranstaltung früher mit 400 Personen stattgefunden hat, liegt bei uns die Anfrage für eine Hybrid-Veranstaltung mit 200 Personen vor. Für mich also ein Zeichen, eine Tendenz, eine Entwicklung, wo Gäste und auch Veranstalter, Kunden wieder sagen, wir wollen doch wieder dieses Präsenz haben, eben dieses Austausch, was ich digital noch nicht hinbekomme. Aber auch da, und da nehme ich Dominik gerne auf, die Kosten sind natürlich dann für Kunden immer unheimlich schwer nachvollziehbar, weil ich dann auf einmal beides am Bein habe. Ich habe also die Komplettbespielung zum Beispiel von der Stadthalle Gütersloh mit allem, was dazugehört und mit allen Dienstleistern, die auch dazugehören, plus eben die Situation, dass ich parallel etwas aufziehe und auch für das Programm dann einen Zwiespalt fahren muss, um das Hybrid wirklich auch interessant und lebhaft zu gestalten, auch was die Länge der Veranstaltung angeht. Schöner Austausch, wie gesagt, leider mit den ganzen Dingen, die Corona da mitgebracht hat. Ja. Für die Ausstattung von Stadthallen und Kulturhäusern generell, so war ja das ursprüngliche Thema, haben wir also mitgenommen, dass es nicht nur eben eine technische Frage ist, sondern mit vielen anderen Dingen zusammenhängt. Thomas hat das Ticketing vorhin auch angesprochen. Gibt es, unabhängig davon, dass wir uns Präsenz oder kein Corona mehr wünschen, gibt es Wünsche, Entwicklungswünsche, wohin kann so eine Reise gehen? Also will man vielleicht auch wirklich weiter in diesem Hybriden bleiben, wie es vorhin angeklungen ist, oder ist man auch froh, wenn es wieder weg ist? Dominik, wie siehst du das für die Schmiede? Was wäre so der Idealfall? Also aus der Sicht der Schmiede und aus natürlich auch der Sicht der Stiftung Bethel hier ist interessanterweise natürlich aufgefallen, dass wir durch das Zurverfügungstellen einer hybriden Veranstaltung einfach eine Barrierearmut für Konzertveranstaltungen auf einmal schaffen. Es gibt Menschen, die können, egal wie gut ein Kulturhaus ausgestattet ist, nicht auf eine Konzertveranstaltung gehen. Das ist hier in Bethel natürlich vielen bewusst. Das ist in manchen anderen Bereichen den Leuten vielleicht nicht bewusst. Wir haben letzte Woche hier die Woche der Wahrnehmung gehabt im Haus. Das ist eigentlich eine große Hausmesse im Bereich von körperlicher Wahrnehmung, die immer mit 3 bis 4 Abendkonzerten veranstaltet wird. Und genau, die Hausmesse konnte stattfinden, weil die Gruppen geschlossen aus den Wohngruppen hier in Bethel geführt werden konnten und somit immer geschlossene, ich glaube, der Begriff ist mittlerweile Infektionsgemeinschaften, durch die Messe geführt werden konnten. Das konnte stattfinden. Klar war aber auch, Konzerte mit Publikum können wir nicht machen. Wir können nicht 7 Konzertdurchgänge machen, um 7 Tagesgruppen durchzuführen. Dementsprechend wurden diese Konzerte dann live, aber auch online übertragen. Und da kam wirklich die Rückmeldung von manchen Häusern, ja, voll gut, weil wir schaffen das gar nicht, das zu organisieren, mit unseren Leuten auf ein Konzert zu fahren. Das Personal ist nicht da. Und
das ist jetzt hier in Bethel so, natürlich gibt es große Gruppen, aber es gibt auch genug einzeln lebende Leute, die mit einer Beeinträchtigung leben und dadurch einen Vorteil einfach haben, dass eine Veranstaltung hybrid stattfindet. Genau, und deswegen ist da jetzt auch immer noch hier im Haus die Frage, wie weit muss man das vielleicht sogar aufrechterhalten? Also nicht nur das Können, sondern wirklich das Müssen. Also wenn der Auftrag Barrierefreiheit ist und Inklusion ist, können wir damit ein Stück weiter damit leisten. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit klären. Hat ja auch eine große soziale Komponente, ne? Wenn ich vielleicht nicht zu einem Konzert kann, mein Nachbar aber schon, ich kann es mir online anschauen, er ist hingegangen, trotzdem kann ich mich am nächsten Tag mit ihm darüber unterhalten oder austauschen. Definitiv. Ne? Also das ist ja auch sehr wichtig. Ja. Und genau das ist halt hier einfach aufgefallen. Und natürlich sind hier alle Leute viel sensibler für dieses Thema, muss man natürlich auch so sehen. Ne? Klar. Genau, das war so unser Positives von dieser hybriden Geschichte, auch im Bereich Kultur. Was würden sich die Kulturräume Gütersloh in Bezug auf Vertrieb und Marketing wünschen? Ja, so platt wie die Frage aber vielleicht auch klingen mag, was ist da so Ihre Wunschwelt, Ihre Vorstellung? Es ist im Grunde alles schon gesagt worden. Und zwar einmal das, was Thomas ganz richtig sagte und was bei Dominik jetzt auch nochmal zur Sprache kam. Es ist natürlich unheimlich zielgruppenabhängig. Also ich sehe es auch so, dass man diese neuen Formate weiterhin nutzt, um, sag ich mal, seinen Kundenstamm auch auszubauen, also auch die Leute zu erreichen, die man vielleicht sonst nicht erreicht hat. Dann natürlich auch die Geschichte mit diesem Think Green, was ja auch ein großes Thema ist, das große Nachhaltigkeitsthema. Da haben die Kulturräume sich ja auch sehr auf die Fahne geschrieben. Also zu sagen, und da kriege ich auch Rückmeldung von Geschäftsreisenden, früher bin ich 10-mal im Jahr zu meinem Kunden nach Amerika geflogen, heute reicht vielleicht auch 2-mal, weil alles andere läuft dann über Zoom-Konferenzen. Aber da kommt eben auch immer wieder in allen Gesprächen zum Tragen, dass ohne Präsenz geht es auf gar keinen Fall. Das sind immer so diese zwischenmenschlichen Töne. Auch der Bereich, ich habe mir jetzt mehrere digitale Messeformate auch angeschaut, ne, also auch zu sagen, inwieweit präsentiert man sich als Stalle, als Kongresszentrum auf digitalen Messen. Das mag, wie Herr Fritsche ja auch sagte, für Ordermessen mag das ein Format sein, aber ich sage mal jetzt, wenn man sein Haus verkaufen möchte, ins Gespräch kommen möchte mit den Kunden, da ist so eine Präsenz einfach unerlässlich. Also da, die Geschäfte werden am Tisch direkt gemacht und nicht über digitalen Bereich. Also ich sehe es als wichtiges Thema einfach, gerade im Marketing zu sagen, wir sind wahnsinnig gut aufgestellt, ja, damit also aktiv auch nach draußen zu gehen, zu sagen, wir haben die Flexibilität, wir haben die Möglichkeiten, aber wie Thomas auch ganz richtig sagt, auch gleichzeitig eben darauf hinzuweisen, dieses Konzeptionelle, dass da eben schon der Teufel im Detail liegt und deswegen so diese Frage, ja, inwieweit rüstet man auch als Stadthalle auf? Oder inwieweit ist man in der Zukunft, arbeitet man autark oder nutzt Dienstleister? Ich sage mal, die Dienstleister, die haben sich ja in dieses Thema wahnsinnig reingefuchst. Und wie gesagt, da liegt ja der Teufel absolut im Detail. Und da ist ja nicht nur ein technisches Equipment da, sondern da geht es ja vor allen Dingen auch um das ganze Know-how des Konzeptionellen. Also ein Thomas weiß ganz genau, was funktioniert nicht, was kann er empfehlen, was kann er nicht empfehlen. Ich glaube, der Dominik hatte das auch eben angesprochen, weil die kommen dann, die Kunden kennen wir alle mit hehren Vorstellungen und dann muss man eben vielleicht manchmal auch zwischendurch abbremsen und sagen, ist alles schön und gut, aber damit machst du dich nicht glücklich. Auch dieser Aspekt zu sagen, naja, wenn man gerade einen Vortrag hat und es kenne ich auch von Webinaren und man sitzt dann auf einmal vor diesen abgeschalteten Bildschirm, also man sieht gar keine Gesichter mehr, das ist natürlich sehr unmotivierend. Also ich denke, wie gesagt, hybride Veranstaltungen wird es weiterhin geben. Also wir haben dann auch die Möglichkeit zu sagen, gut, wir kriegen vielleicht 1000 Personen in Reihenbestuhlung in großen Saal, aber wir können trotzdem diese Veranstaltung für 5000 Leute, also jetzt übertrieben, anbieten, weil wir eben zusätzlich eben noch das entweder streamen wir es oder wir machen es interaktiv über ein hybrides Format, eröffnet natürlich tolle Möglichkeiten und die sollten wir auch nutzen, ne? Und dann auch sagen, Achtung, es funktioniert, eben mit diesem ganzen Wissen und Know-how, was wir haben.
Und auch dafür ist 1 plus x gedacht. Wir haben in der Tat, und jetzt mache ich tatsächlich auch ein Stückchen Eigenwerbung, aber für uns, für das Format, wir haben in der letzten Woche über Messen, Hybridmessen, digitale Messen und so gesprochen. Den Talk kann man sich über den Discord-Server nochmal anhören, ansehen. Sind auch viele Aspekte genannt worden, die wir jetzt heute gerade auch gehört oder ausgetauscht haben. Und auch hier, zweiter Teil des Werbeblocks, auch nächste Woche haben wir natürlich wieder ein Thema. Nächste Woche werden Videokonferenzanbieter bei uns in der Diskussion, im Austausch, im Netzwerk, Vergleich Vor- und Nachteile von verschiedenen Anbietern. Also ich glaube, ich würde das tatsächlich dann hier einmal abrunden und mich erstmal herzlich natürlich bei allen Panelisten bedanken. Für den Discord-Server, wie gesagt, ist der Link im Chat. Da nochmal schnell reinklicken. Wer noch nicht angemeldet ist, wer schon mal bei uns war und auf dem Discord-Server angemeldet ist, kennt den Server generell. Es gibt also einen neuen Hashtag mit dem heutigen Thema. Dort werden die Links und Infos zusammengestellt. Ich würde mich jetzt schon mal an der Stelle verabschieden und übergebe das Wort an Thomas. Vielen Dank an alle Zuschauer und bis spätestens nächste Woche. Ja, vielen Dank erstmal an alle, dass ihr hier teilgenommen habt. War ja auch eine wirklich sehr schöne Diskussion. Das kann man ja auch immer wieder fortführen. Auch dieses Thema kann man ja auch in, keine Ahnung, Zeit X ja auch nochmal wiederholen, weil der Markt verändert sich ja auch in einer Tour und gerade jetzt auch sehr schnelllebig. Deswegen erstmal vielen Dank da an alle. Ihr könnt natürlich die Plattform auch gerne teilen sozusagen. Also wenn ihr noch jemanden kennt, für den das vielleicht auch was wäre oder so, bitte immer ordentlich teilen. Der Plan ist wirklich langsam, aber mit Qualität zu wachsen. Also das ist wirklich so. Ne? Sonst hätten wir auch einfach 6.000 Leute einladen können, aber im Dienstleister macht ja keinen Sinn. Vielen Dank. Eine schöne Woche wünsche ich euch allen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.